Hallihallo, ihr Lieben da draußen. Ein herzliches Willkommen. Schön, dass du jetzt wieder einschaltest hier bei LS22 Family. Ich freue mich natürlich wahnsinnig. Wir werden wieder 20 Minuten richtig geile Farming-Action erleben. Und mit mir natürlich hier im Funk ist wieder der Mike aka Jan und die Natalie aka Nicole. Moin moin. Hallo. Hallo. So, in der letzten Folge haben wir ja richtig schön Scheiße geladen. Wo wir mal gucken müssen, ob der Kran irgendwie ein Problem hat. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau. Irgendwie hat sich das komisch angefühlt. Ja, und jetzt sind wir erstmal wieder bei unserem Auftrag hier. Und pflügen mal ein bisschen, meine Lieben da draußen. So, was macht ihr sonst so Schönes? Nathalie, du bist noch auf der Wiese zugegen, hä, wahrscheinlich. Ich fahre jetzt endlich mal zur Wiese, ja. Ja, du musst die noch mähen, ne? Oder wie ist ja, das? Ja, wir können nicht schwarz mähen mit unserem Ding, nein. Was wir jetzt haben. Nein. Also der legt keine automatischen Schwaden. Schade. Wobei das auch nochmal was wäre, aber dann brauchst du halt gleich einen größeren Flipper. Ja, ich weiß. Ja, ich sag mal später, wenn vielleicht auch die BGA ein Stück weit läuft, könnte man sich das vielleicht schon mal reintun. Das wäre schon mal, glaube ich, nicht ganz schlecht. Ja gut, dann müsste man halt komplett den Hersteller wechseln. Wo hier die Toilette ist, wenn du fragen darfst, weiß ich nicht, wo bei dir die Toilette ist. Warum? Warum fragst du? Also im Chat. So. Mhm. Halt. Was gemacht? Toilette ist zweimal rechts, einmal links, geradeaus, schräg über den Hof. Drüben zum Holztor rein, links die Treppe hoch und rechts schräg nach hinten, oben, unten. Ja, und dann hast du ja noch die Diagonale rechts hinten ums Eck unten durch und oben wieder hoch. Vergessen. Ja, aber du musst erst den Nippel durch die Lasche ziehen. Genau. du darfst mich duzen. Ist kein Problem. Ich erlaube es dir, mich heute mal deine königliche Hoheit zu duzen. Ein Lapsack. Er ist eh bloß fake. Basti mal ein bisschen im Auge behalten, ne? Oder am Marlon oder wie auch immer. Du hast dich in deinem eigenen Haus verlaufen. Ja, das ist natürlich. Was soll ich da jetzt dazu sagen? Das ist mir leider noch nicht passiert. Aber guck mal. So leider. Ja, ich weiß noch nicht. Du gehst dich einweisen, ja, dann mach's mal gut, mein Lieber. Kommt da jetzt das bunte Auto mit den viereckigen Rädern? Mein lieben YouTuberinos, ihr merkt, wir sind wieder. Also, solche Gespräche kommen nur bei Twitch zustande, wenn wir bei Twitch live sind. Und wer sich darüber amüsiert und das mal live miterleben will, der kann sehr, sehr gerne mal mit vorbeikommen. Immer montags, ne? Nee, Spaß, alles gut bei euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, alles bestens. Also, ich sehe das mit Humor, mein Lieber. Ich sehe das alles mit Humor, alles bestens. Solange du nicht frech bist, beleidigend oder sonst irgendwas, geht alles sein Gang. Ja, der Bannhammer ist schnell gesprungen, wenn das. Ja, mein Timeout ist schnell Moment, raus. Wir sind ja im RP. Moment, was war? Im Hausnavi, geil. So. Muss hier ein bisschen. Nee, ich doch nicht. Komm von Hohen Lande. Von Hohem Lande wurden daher. Würde mich mal interessieren. Also jetzt ernsthaft interessieren. Seriös mal interessieren. So. Mach ja wieder so ein bisschen meinen Formvlog, wisst ihr?
Mhm. Hab mir schon gedacht. Mhm. Vom Berg kommst du, ah, alles klar. Und von welchem? War jetzt ja eigentlich die logischste Frage, ne? Bist du gleich mal Spaßvogel, wa? So gleich mal Spaßvogel bist du. So, okay. Also für Februar ist es hier vielleicht ganz schön warm, ne? Ich weiß wirklich gar nicht, hatten wir bisher schon Februar ohne Schnee? Wir hatten im Februar keinen Schnee. Mal ganz kurz nachts, als wir geschlafen haben. Der war aber früh schon wieder weg. So, okay, alle, die reinkommen und solchen Spaß machen wie du, die müssen aber ein Follow da lassen, das weißt du schon, ne? Und mindestens 5 Abo-Subs und alles. Mal so eine 10er-Bombe oder irgendwas kannst du schon mal reinhauen jetzt. Ich will ja hochleben. Ich muss ja mit euch klarkommen hier draußen. So, jetzt fange ich mal an, ein bisschen Spaß zu machen, ne? Meine lieben Freunde der Sonne hier, so geht's nämlich auch nicht. Nee, alles gut. Aber ich habe mich echt mal im Haus meiner Oma verlaufen, das war nicht so nice. Okay. Das war nicht so cool. Glaube ich dir. Aber dann ist ja schön, dass du dich auf die Game World verlaufen hast. Wir haben einen riesen Baugrund, deswegen, ja, ich kenne das. Ich kenne das. So, okay, Mike, bist du durch eigentlich jetzt schon mit Düngen? Hat's gereicht? Ja, hat gereicht. Okay, perfekt. Wir sind gleich nochmal irgendwie schnell rübergekommen. Alles gut. Ich weiß. Neben steht noch ein großer Hof. Ah, okay. So Bergbauernhof-mäßig oder was? Gesundheit. Schläfst du jetzt hier gleich im Traktor ein oder was ist denn das, hä? Ja. Der Gurne. So, na, ich hab schon die Hälfte vom Feld weg. Mehr als, oder? Na, mehr als die Hälfte? Keine Ahnung. So, jetzt machen wir hier mal Vorgewände. So, aber nur erzähl mal, wie bist du jetzt auf uns gekommen hier, Twitch-mäßig? Hast du einfach mal durchgeguckt, wer ganz besonders hübsch aussieht und geil fährt, oder? Weil anders geht's ja nicht. Also, aber bei mir landen müssen. Oh, das ist cool. Naja, siehst du mal. Was sagt denn das? Ja, dass es sich verlaufen hat. Durchgeguckt, ja, cool. Freut mich sehr. Also ganz kurz zur Erklärung, du bist natürlich jetzt hier in einem Projekt reingekommen, was, ich sag mal, in Roleplay Zero RP Challenge, also Zero RP Challenge, so heißt es richtig. Und wir haben halt angefangen mit 0, deswegen Zero. Und sind die Familie Jäger.
und müssen uns halt jetzt hochkämpfen, haben ein gewisses Ziel und es gibt immer mal von Zeit zu Zeit, manchmal ist die Zeitspanne zwischen den Challenges ein bisschen größer, manchmal ist er einfach ein bisschen kleiner. Ich habe gerade extreme Kopfschmerzen. Mhm. Macht halt so ein bisschen eine Challenge, sag ich mal, immer mal von Zeit zu Zeit. Das Lustige dabei ist, wir machen die Challenges meistens so, dass wir gegen, also nicht gegen andere Spieler spielen, sondern gegen die KI. Ja, also gegen, wirklich gegen, gegen PC, sag ich jetzt mal. Entweder auf Zeit oder irgendwie sowas. Genau, wenn du da öfters mal reingucken willst, oder dir die ganzen Sachen mal angucken willst, wir nehmen immer Folgen für YouTube auf und guckst halt einfach mal rein, wenn du da Bock drauf hast, bist natürlich nicht. Aber LS22 Familie, ne? Genau. Dienstags kannst du natürlich auch vorbeikommen. Da machen wir richtig großes RP des Neighbors. Und am Mittwochabend kannst du auch vorbeikommen. Da ist DDR. Alles, was mit DDR-Fahrzeugen zu tun hat und so. Ist aber ein Story-Let's Play. Sprich, da ist jetzt halt immer unbedingt Roleplay oder so dabei. Ne? Also was man über mich wissen muss, ich glaube, ich bin der tollpatschigste Mensch von Deutschland. Naja, vielleicht, ich sag mal, wenn's... Also ich weiß jetzt nicht, ob du männlich oder weiblich bist. Also wenn du männlich bist, dann bist du wahrscheinlich der männlichste Tollpatsch. Weil ich habe hier jemanden im Nebenraum sitzen, die ist jetzt auch nicht ganz ohne, was tollpatschig angeht. Was ich noch sagen wollte, ne? Oh Gott. Beim auf Twitch Streamer durchscrollen ist schon einiges Komisches entstanden. Ich danke dir ganz sehr für dein Follow, mein Lieber. Vielen, vielen, vielen Dank. Also musst dich nicht genötigt fühlen bei uns, ne? Um Gottes Willen, es war nur Spaß. Aber vielen Dank. Mick? Ja, bitte. Du schaust ja manchmal YouTube an. Ich schaue mir manchmal YouTube an, Mike, jawohl. Ich hätte mal eine Frage. Wenn du diesbezüglich keine Äußerung machen möchtest, dann sag das einfach mal. Ich bin jetzt immer mal wieder über die Anzeige Hauptmeister gestolpert. Ja. Was ist deine Meinung dazu? Vollpfosten. Kann ich ganz klar sagen. Absoluter Vollpfosten. Und du? Naja, ich sag jetzt mal so. Ich weiß nicht, was es mit dem Stefan Raab zu tun hat. Genau. Ich weiß nicht, was es mit dem Raab zu tun hat. Ich. Wieso soll es was mit dem Raab zu tun haben? Naja, auf den Raab? Naja, weil Stefan Raab macht ein Comeback. So. Ach, und wo? Ja. Da gab es jetzt eine Kampagne, wo Elden den Raab gesucht hat und hat den an einem See gefunden. Und hat gesagt, hier, pass auf, du musst wieder zurückkommen. Da hat der Raab gesagt, okay, pass auf, wenn ich 9 Millionen Follower, du hast 3 Tage Zeit, wenn ich 9 Millionen Follower auf Instagram bekomme, komme ich wieder zurück ins Fernsehen. Hat er natürlich nicht geschafft. Dann gab es das zweite Video. Und da hat Elden so gesagt, pass auf, du, das haben wir nicht geschafft. Aber die Regina Halmich will noch eine Revanche von damals. So, da hat Raab so gesagt, immer nur von hinten eingeblendet, ne? Hat Raab so gesagt, hat sie an dem und dem Tag Zeit? Hat Elden die angerufen, hat sie gesagt, ja, hab ich Zeit, können wir machen. Dann hat Raab gesagt, okay, an dem und dem, ich glaube 25.11. oder irgend sowas, machen wir Revanche, komme ich wieder zurück ins Fernsehen. Und dann gab es einen Clip mit dem Anzeigen-Hauptmeister, wo der im Wald ein Auto findet. und das natürlich aufschreibt, ne, und Anzeige ist raus und bla bla bla, was er halt so macht. Ja. Und da stand dort auf dem Kennzeichen SR. So, und da hat er sich das aufgeschrieben und sowas und dann auf einmal ging es so, warte mal, der ist in dem gleichen Wald, ne, an dem gleichen See.
Und dann stand dort, oder sagt er so, der Anzeigenhauptmeister, könnte das auch für Stefan Raab stehen? So, und jetzt munkeln alle, dass der Raab den Anzeigenhauptmeister, also dass das eine Kunstfigur ist vom Raab. Weil so, ja, bekloppt kann eigentlich keiner sein im Real Life. Oder dass sie den eben aus Werbezwecken gekauft haben, weil der ist ja gerade in aller Munde, der Typ. Ja, was ich nicht verstehe. Und Bushido hat sich den ja auch irgendwie eingekauft. Mhm. Warum nicht auch ein Raab? Weil es ein Raab nicht nötig hat. Und Stefan Raab hat sowas gar nicht nötig. Nee, aber Raab ist eben ein Mensch. Der auf sowas aufspringt, ich weiß schon. Der auf sowas aufspringt und sich über die Leute lustig macht und solche Sachen. Und damit macht er ja wieder Werbung für. Ich hab wieder ein Opfer. Ich weiß es nicht. Na, sie munkeln jetzt alle, dass das irgendwie vom Raab inszeniert ist. Also auch Insider. Dass der jetzt plötzlich in aller Munde ist. Mit einmal reden alle von den Typen. Ja, ja. Und Insider, die munkeln halt, ne? Wir tun ja die Behörden. Ja, die Behörden, die sind. Ich glaube gar nicht, dass sie das wollen. Ja, vor allem, also ich hab mir ja diese. Ich schaue ja das auf YouTube mit, ne? Mhm. Und ich denke, also teilweise. Alter. Du hast recht. 2 Minuten kurz zum Anliefern und danach. Naja, die Frage ist natürlich auch, stimmt es denn wirklich alles oder ist das komplett alles inszeniert? Ja, das wollte ich gerade sagen. Mir kommt das nämlich komisch vor. Wo ich das gesehen habe, ne, habe ich gesagt, das kann der doch nicht ernst meinen. Ich habe mich von Anfang an gefragt, wie ehrlich ist das oder wie gefaked ist das? Weil schon alleine Polizvieh. Die ganze Sache. Weißt du? Mhm. Das ist doch alles, ich weiß nicht so richtig, ob das echt ist oder ob das wirklich gefaked ist. Das Problem ist ja, du kannst es ja heutzutage alles so geil faken. Du weißt überhaupt nicht mehr, was noch echt ist und was nicht. Also, das stimmt, ja. Na, im Grunde genommen weißt du nicht einmal, ob die Videos echt sind oder KI generiert. Weißt du, wie ich meine? Ich habe jetzt so Sachen gesehen, was du alles mit KI machen kannst. Das ist krank. Mein gut, die Clips werden schon echt sein, aber ja, wie ist das? Ist das vielleicht doch alles nur eine Inszenierung, eine große? Mhm. Schwierig, ne? Ja, das ist alles schwierig. Und ich habe das Gefühl, das verläuft sich irgendwann im Sand. Irgendwann ist das einfach nicht mehr spruchreif. Ja, so wie vieles. Genau. So, na, ich muss ja beim Eberhard ein bisschen aufs Feld fahren. Das ist halt so. Geht nicht anders. So, okay. Ja, aber der Typ ist schon der Hammer. Also wenn das wirklich echt ist, wenn der das wirklich macht, also wenn das nicht gefaked ist, dann ist es einfach ein Volltrottel. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil sonst wird es schwierig. Ich muss mich da Montana Black anschließen. Der hat es von Anfang an gesagt. Er hat gesagt, ob man es jetzt gutheißen will oder nicht, ne? Gewalt ist keine Lösung, aber der kriegt auf die Fresse. So, und und so kam es ja nur im Endeffekt, auch wenn es jetzt wirklich alles stimmt. Ne? Mhm. So, und das hat mich gewundert, dass es so lange gedauert hat. Mhm. Wie gesagt, nicht, dass ich das jetzt unterstütze oder so, ne? Um Gottes Willen, es ist jetzt eine völlig neutrale Sache von mir jetzt. Einfach Fakten. Mhm. Ja.
Es ist... Aber der ist schon der Hammer, also der Typ. Was willst du aufs Feld 11 drauf haben? Nick. Oh, warte mal kurz. Ich guck mal schnell. Ich frage mich, warum jetzt die Aufmerksamkeit auf den kommt. Warum man nicht schon eher was von denen gehört hat. Ne? Weil laut den Videos macht er das ja schon einige Jahre. Ne? Warum wissen wir das jetzt erst? Wir hatten auf der 11 Hafer drauf, ne? Genau. Ja, das ist echt komisch. Mach mal bitte Raps drauf. So, geplante Frucht. Pass auf, ich mach schon mal einen Arbeitsplan, ne? Kalken müssen wir nicht, oder? Weiß ich nicht. Wärst du dann noch so nett und wirst einmal Mineraldünger und einmal Saatgut beim Händler ordern, dass der das ausstellt? Weil es sind nur noch 200 Liter drin. Nee, 400. Und ich glaube nicht, dass das reichen wird. Und 100 Liter Dünger. Striegeln, notwendig. Steine sind ja nicht rausgekommen, ne? Au! Was denn? Ja, der Funk, der spinnt schon wieder. Ja, ich bin hier weit weg vom Mikro. So, Das Mikrofon? Ja, vom Funkgerät das Mikrofon. Ist das auch Mikrofon beim Funkgerät? Ja, halt Funkgerät, aber es ist ja ein Mikrofon drin. So, was soll ich ordern? Du hast gesagt, Dünger und genau. Saatgut, ne? Mineraldünger. Und Saatgut. Habe ich gemacht. Hab ich mal. Vielen Dank. Müsste in 5 Minuten draußen stehen, kommen die Meldung. Jo. Sehr gut. Meine Lieben, wir haben es aber für heute schon wieder geschafft. Seht's alles ein bisschen sportlich. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so sagt über diesen ominösen Anzeigenhauptmeister. Aber passt auf, schreibt nichts Böses, sonst Anzeige ist raus, ne? Meine Freunde. Ja. Lasst mal das Däumchen da, bis dahin. Wenn ihr kein Däumchen da lasst, ne? Dann ist von mir der Anzeige raus. Bis dahin, macht's mal gut, meine Lieben. Und tschüss und ciao. Tschüss.